Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. In Nordkorea hat sich nach Medienberichten eine verheerende Zugkatastrophe ereignet. Beim Zusammenstoß zweier Gefahrgutzüge in Ryongchong seien möglicherweise bis zu 3000 Menschen getötet oder verletzt worden, meldet der südkoreanische Fernsehsender YTN. Beide Züge seien im Bahnhof von Ryongchong südlich der Grenze zu China detoniert. Einer der Züge habe Treibstoff, der andere Flüssiggas transportiert. Zahlreiche Verletzte seien in die chinesische Grenzstadt Dandong gebracht worden. Aus Nordkorea gibt es von offizieller Seite bisher keine Informationen über das Unglück. Die Meldung kommt vom südkoreanischen Fernsehen, Quellenlage unklar, Bilder gibt es nicht. Der Sender behilft sich mit einer Trickcollage. Von einer Explosion im Bahnhof der Hafenstadt Ryongchong ist die Rede und von vielen Opfern. Nach dem Zusammenstoß zweier Güterzüge, beide mit Brennstoff beladen. Archivbilder dann aus dem Norden. Die Stadt liegt 50 Kilometer von der Grenze zu China entfernt. In Nordkoreas Staatsnachrichten sei von dem Vorfall keine Rede gewesen, heißt es. Und die Telefonleitungen in die Region seien offenbar vom Regime unterbrochen worden. 9 Stunden zuvor hatte auch Staatschef Kim Jong-il auf der Rückfahrt seines China-Besuchs den Bahnhof passiert. Selbst von diesem Besuch berichteten die Staatsmedien Pjöngjangs erst nach 3 Tagen. Nordkorea hat ein derartiges Unglück bisher nicht bestätigt. Dennoch, es gebe Aussagen von Geheimdienstinformanten, heißt es im Süden, wonach der Bahnhof aussehe wie nach einer Bombardierung. Was davon stimmt, ist schwer zu sagen. Nordkorea ist ein Land der Zensur. Für Schreckensmeldungen gilt das gemeinhin ganz besonders. Anders als die Bundesagentur für Arbeit sieht Wirtschaftsminister Clement keine gravierenden Probleme bei der termingerechten Umsetzung des Arbeitslosengeldes II. Es tritt an die Stelle von Arbeitslosen- und Sozialhilfe und soll Anfang kommenden Jahres erstmals ausgezahlt werden. Der Chef der Bundesagentur Weise geht davon aus, dass der geplante Einführungstermin unter den derzeitigen Bedingungen nicht zu halten ist. Pünktlich zum 01.01.2005 hat die Bundesregierung die Einführung des Arbeitslosengeldes II angekündigt. Ob sich Langzeitarbeitslose oder Sozialhilfeempfänger darauf verlassen können, daran gibt es nun erhebliche Zweifel. 345 Euro für alleinstehende Westbürger, das ist der Betrag, den Arbeitsagenturen oder Kommunen ausbezahlen sollen. Doch aufgrund des politischen Hickhacks rund um die Realisierung von Hartz IV hat die Nürnberger Bundesagentur für Arbeit offensichtlich ein gravierendes Problem, diesen Termin einzuhalten. In einer internen Beratungsunterlage für den Verwaltungsrat der Bundesagentur wird das Projekt Arbeitslosengeld II, abgekürzt ALG II, von der Behördenspitze im Risikobereich rot gesehen. Im BA-Verwaltungsrat glauben manche, dass vielleicht erst 2006 das Arbeitslosengeld II ausbezahlt werden kann. Ich schätze mal, dass wir mindestens ein halbes, eher noch ein ganzes Jahr brauchen, um dann auch wirklich ordentlich im Interesse der Empfänger arbeiten zu können. Bundeswirtschaftsminister Clement hält trotz allem am Termin Januar 2005 fest. Das ist ein großer Irrtum. Es wird gehalten. Und dieses Geschwätz, was aus der Bundesagentur und vor allen Dingen vom Verwaltungsrat, von einzelnen Mitgliedern des Verwaltungsrates dort verbreitet wird, das ist wirklich ungut. Dass sich der Umbau von Arbeitsämtern und damit der gesamte Reformprozess verzögert, bestätigt allerdings der BA-Vorstand. Den Plan gibt es gar nicht mehr, dass wir bis Ende des Jahres alles umgesetzt haben, sondern das haben wir schon in das erste Vierteljahr, ins erste halbe Jahr 2005 mit reingenommen. Reformerfolgsmeldungen der Bundesagentur sind damit wohl vorläufig verschoben. Der von DIHK-Präsident Braun vorgeschlagene freiwillige Pakt für Ausbildung ist in der SPD begrüßt worden. Parteichef Müntefering machte allerdings klar, dass es trotzdem beim Fahrplan zur Verabschiedung der umstrittenen Ausbildungsplatzabgabe bleibe. Das Gesetz werde auf jeden Fall gemacht, sagte er in Berlin. Ähnlich äußerte sich Bundeskanzler Schröder. Er deutete aber an, dass das Gesetz unter Umständen nicht angewandt werde. Wir haben überhaupt gar keinen Grund, ein Gesetz anzuwenden, wenn es nicht notwendig ist. Und wenn der Ausbildungspakt klappt, was ich hoffe, dann braucht dieses Gesetz nicht in Kraft zu treten. Das ist unser Ziel. Wir haben immer gesagt, alle freiwilligen Lösungen gehen vor. Das hat auch der Fraktions- und Parteivorsitzende der SPD ständig betont. So wird es sein. Ich hoffe, dass es gelingt.
Zuvor hatte der Bundeskanzler das Thema Ausbildung auch mit Berliner Schülerinnen erörtert. Zum Girls' Day forderte Schröder die jungen Frauen auf, sich verstärkt für technische Berufe in Zukunftsbranchen zu entscheiden. Noch immer wählen mehr als die Hälfte aller Schülerinnen typische Frauenberufe wie Bürokauffrau oder Arzthelferin. Bundesweit entdeckten beim Girls' Day mehr als hunderttausende Schülerinnen klassische Männerberufe. Das Urteil des Kölner Verwaltungsgerichtes zur Einberufungspraxis der Bundeswehr hat eine breite Diskussion über die Wehrpflicht ausgelöst. Die Richter hatten gestern entschieden, dass die Vorgaben des Verteidigungsministeriums gegen die gesetzlich geforderte Wehrgerechtigkeit verstößt. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Grünen forderten eine schnelle Umstellung auf eine Berufsarmee. SPD-Vertreter verwiesen auf die geplante Parteikonferenz zu diesem Thema. Fast schon die Ausnahme, Rekruten bei der Bundeswehr. Immer weniger junge Männer werden eingezogen, weil immer weniger Wehrpflichtige gebraucht werden. Das ist ungerecht, urteilt das Verwaltungsgericht Köln. Deshalb soll es möglichst bald ohne Zwangsdienst gehen, fordern die Grünen. Wir brauchen jetzt die politische Entscheidung, um innerhalb von 3 bis 4 Jahren die Wehrpflicht abzuschaffen. Dann sind wir europakompatibel, das passt gerade noch. Die Sozialdemokraten tragen schwerer an der Wehrpflicht. Erst nächstes Jahr soll die Partei beschließen, wohin sie die Rekruten schicken will. Der Bundeswehrverband sieht das jüngste Urteil zwar als Einzelfall. Ob junge Männer weiter unfreiwillig kaserniert werden, müsse politisch aber bald entschieden werden. Unser Problem ist, dass der Bedarf der Bundeswehr deutlich kleiner ist als das Jahrgangsangebot. Und man kann natürlich auch die Bundeswehr nicht verpflichten, etwas Unsinniges zu tun, nämlich mehr Wehrpflichtige einzuberufen, als sie wirklich braucht. Und deswegen muss es Konsequenzen für das Modell geben. Die Union hält die Wehrpflicht nach wie vor für das passende Modell. Aber auch ihr entscheidet die SPD zu langsam. Es geht immerhin um ein Jahr, in dem junge Wehrpflichtige eben keine sichere Zukunftsperspektive haben, in dem sie nicht wissen, muss ich zum Bund, muss ich nicht zum Bund, wie lange muss ich zum Bund. All das darf eigentlich nicht sein. Es besteht überhaupt kein Zeitdruck, weil eines ist klar. In der derzeit laufenden Transformation der Bundeswehr, die bis zum Jahr 2010 dauern wird, ist eine Veränderung der Wehrverfassung nicht denkbar. Marsch! Ob die Wehrpflicht ein Auslaufmodell ist, wird juristisch bald weiterverhandelt. Politisch ist ihre Zukunft umstrittener denn je. Junge Leute greifen immer häufiger zu Alkohol und Tabak. Die Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Kaspers Merck, sagte heute bei der Vorstellung ihres Jahresberichtes, der Missbrauch mache inzwischen mehr Sorge als der Konsum illegaler Drogen. So sei die Zahl der Drogentoten im vergangenen Jahr mit 1.477 auf den niedrigsten Stand seit 14 Jahren gefallen. Dagegen sterben mehr als 140.000 Menschen pro Jahr an den Folgen von Tabak und Alkohol. Sogenannte Alkopops, Mischgetränke aus Limo und Alkohol, sind der Trend bei Jugendlichen. Viel Zucker lässt das Ganze harmlos schmecken. Doch die Alkopops sind der Einstieg in übermäßigen Alkoholkonsum, glaubt die Bundesregierung und sieht sich durch eine Studie bestätigt. In den Jahren 2000 bis 2002 haben 26% Zunahme, haben wir zu verzeichnen, in Kliniken von Jugendlichen, die mit Alkoholvergiftung eingeliefert werden. Und Alkoholvergiftung ist nicht aus Versehen ein Bier zu viel, sondern das ist praktisch Trinken bis zum Koma. Umso entschlossener ist die Staatssekretärin, eine Sondersteuer auf Alkopops gegen den Widerstand der Industrie durchzusetzen. Bei den illegalen Drogen gibt es vergleichsweise gute Nachrichten. Verbesserte Angebote von psychosozialer Betreuung bis zur kontrollierten Heroinabgabe zeigten Wirkung. Inzwischen seien legale Drogen wie Alkohol und Nikotin das größere Problem. Weil man ja sehen muss, dass die Zahl der Drogentodesfälle mit unter 1500 eigentlich in Relation gesetzt werden muss zu den Todesfällen, die tabakbedingt sind. Da haben wir jährlich über 100.000. Und die alkoholbedingt sind, da haben wir jährlich über 40.000. Jugendliche trinken zu viel und die Zahl jugendlicher Raucher nimmt immer noch zu. So ist die Regierung denn auch weit entfernt von dem Ziel, Nichtrauchen zum Normalfall zu machen. Die Europäische Union hat sich auf eine Reform der Beihilfen für Tabak, Baumwolle und Olivenöl geeinigt. Nach dem Kompromiss der Agrarminister werden die Zuschüsse an Landwirte künftig nicht mehr an die Produktion gekoppelt. So sollen Anreize zur Überproduktion beseitigt und zudem auch der Nikotinmissbrauch bekämpft werden. Durch das Paket werden nach Angaben von Bundeslandwirtschaftsministerin Künast jährlich mehr als 100 Millionen Euro eingespart. Kurswechsel in der europäischen Tabakpolitik, Schluss mit Milliardensubventionen für den Tabakanbau.
Es war eine der legendären Nachtsitzungen. 20 Stunden Sitzungsmarathon in Luxemburg, dann war der Beschluss perfekt. Mehr Markt, mehr Wettbewerb, aber auch mehr Berücksichtigung der Umwelt und auch weniger Handelsverzerrung sind auch dieses Mal die Leitmotive für die Entscheidung gewesen. Und vor allem auch der Kampf gegen das Rauchen. Denn mit plakativen Aufdrucken warnt die EU auf jeder Zigarettenpackung vor Tabakkonsum. Andererseits gibt sie derzeit 1 Milliarde an Subventionen für den Tabakanbau aus. Das passt natürlich nicht zusammen. Wir geben tausende Euro Steuergelder aus. Dieses System muss man in Zeiten des Sparens sowieso erstmal begründen der Bevölkerung. Und zweitens, finde ich, ist die schwerste Hypothek, dass wir massiv Steuergelder ausgeben, um etwas zu produzieren, was der Gesundheit schädlich ist, was tödlich sein kann. Die Industrie protestiert natürlich, aber die Subventionen für die meist strukturschwachen Tabakregionen werden nicht gestrichen, sondern schrittweise umgeleitet. Tabakbauern erhalten ab 2006 nur noch 60, später 50% der Prämien für ihre Ernte. Der Rest fließt in andere Anbau- oder auch Umweltprojekte. Damit vollendet die EU ihre radikale Wende in der Agrarpolitik. Nach dem Autobombenanschlag von Riad haben sich saudi-arabische Anhänger der Extremistenorganisation Al-Qaida zu der Tat bekannt. In einer im Internet veröffentlichten Erklärung kündigte die Gruppe weitere Attentate an, um die Tötung von Anführern radikaler Moslemgruppen zu rächen. Bei dem Anschlag auf das Hauptquartier der Sicherheitskräfte waren gestern 4 Menschen getötet und etwa 145 verletzt worden. Einen Tag nach den schweren Anschlägen im irakischen Basra haben etwa 800 Schiiten gegen die dort stationierten Briten protestiert. Die Demonstranten warfen ihnen vor, für den Tod von mindestens 68 Menschen, darunter viele Kinder, mitverantwortlich zu sein. Anhänger des Schiitenführers Al-Sadr riefen zudem anti-amerikanische Parolen. Europas größter Autobauer Volkswagen will mit dem Kauf des niederländischen Flottenmanagers Leaseplan seine Dienstleistungssparte ausbauen. An der Investition solle sich auch das arabische Emirat Abu Dhabi beteiligen, das darüber hinaus Großaktionär bei dem Wolfsburger Unternehmen werden wolle, kündigte VW-Chef Pischetsrieder heute bei der Hauptversammlung an. Aktionäre des Konzerns äußerten in Hamburg scharfe Kritik an der Modellstrategie der Führung. Viel Freude wird ihm die Hauptversammlung heute nicht gemacht haben, denn VW-Chef Bernd Pischetsrieder musste seinen Aktionären schlechte Unternehmenszahlen erklären. Der operative Gewinn im vergangenen Jahr um fast 63% eingebrochen auf nur noch 1,8 Milliarden Euro. Und auch die ersten 3 Monate dieses Jahres brachten, Zitat, ein miserables Ergebnis. Dafür gab es mächtig Kritik der Aktionäre, auch weil die Dividende um 25 Cent pro Aktie gekürzt wurde. Man hat kein Einstiegsmodell. Wir sind, früher kauften wir unseren Käfer für 5.000 Mark. So was gibt es nicht mehr. Die Luxusmodelle, die Geld verdienen müssen, verlieren Geld. Und innerhalb des Konzerns ist ein ganz heißer Konkurrenzkampf zwischen den Marken Skoda, Seat, Audi, VW. Vor allem der Phaeton findet viel zu wenig Käufer, sorgt für tiefrote Zahlen. VW versucht nun, neue Geschäftsfelder zu erschließen. Heute wurde der geplante Einstieg bei Leaseplan verkündet, Europas führende Autoleasinggesellschaft. Bei der Übernahme mit im Boot eine Investorengruppe und das Emirat Abu Dhabi. Und in Abu Dhabi gibt es angeblich noch weitergehendes Interesse an VW. Das Interesse Abu Dhabis ist es, über eine staatliche Investmentgesellschaft in einem mehrstufigen Prozess letztlich Aktionär der Volkswagen AG zu werden. Eine solche Gesellschaft und damit Abu Dhabi wäre aus unserer Sicht ein zuverlässiger, langfristig denkender Investor. Und für den VW-Chef so etwas wie ein Befreiungsschlag, denn der neue Aktionär würde für frisches Geld in der Kasse sorgen. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 23. April. Ein Tief über Skandinavien schickt ein dichtes Wolkenband bis nach Deutschland. Die zugehörige Kaltfront trifft bei uns auf Warmluft und dabei bilden sich Gewitter, zum Teil mit heftigem Regen und Hagel. Hinter dem Regengebiet stellt sich wieder Hochdruck ein. Heute Nacht entladen sich in der Westhälfte Schauer und Gewitter, sonst ist der Himmel klar oder nur gering bewölkt. Am Tag ziehen die dichten Wolken weiter ostwärts, am Nachmittag regnet und gewittert es auch in Bayern und Mecklenburg-Vorpommern teilweise kräftig. Im Westen lockern die Wolken dann schon wieder auf. Mit den Schauern und Gewittern dreht der Wind auf westliche Richtungen, dabei kann es auch die ein oder andere stürmische Böe geben. Am Rhein bleibt es in der Nacht bei 12 Grad mild, in den übrigen Gebieten 10 bis 5 Grad.
Morgen im Nordosten kühle 9 Grad, sonst 12 bis 18 Grad. Nur zwischen Bayern und Sachsen wird es nochmal bis zu 23 Grad warm. Der Samstag wird recht freundlich, nur im Osten und an den Alpen fallen noch Schauer. Kalte Luft aus Norden sorgt für Abkühlung. Am Sonntag ist es in der Mitte vielfach sonnig, an den Alpen fällt etwas Regen. Die neue Woche beginnt im Süden sonnig, im Norden etwas wolkiger.